Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler. In dem heutigen Video möchte ich Ihnen eine weitere Aufgabe vorrechnen, da ich schon mehrere E-Mails und Fragen bekommen habe zu diesem Aufgabentyp. Und das möchte ich Ihnen jetzt hier ganz kurz in dem Video erklären. Sie sehen das Beispiel schon, minus ein Viertel mal x plus 3 in Klammern mal x minus 4 in Klammern hoch 2. Möchten Sie jetzt diese Aufgabe 1 bis 4 mit dieser Funktion bearbeiten, gibt es zwei Kleinigkeiten zu beachten und das möchte ich Ihnen hier ganz kurz zeigen. Wir beginnen mit Aufgabe 1, berechnen Sie die Nullstellen. Geben Sie die Vielfachheit sowie deren geometrische Bedeutung an. So. Zunächst, wenn Sie die Nullstellen berechnen, müssen Sie natürlich auch hier wieder die Funktion gleich 0 setzen. Allerdings kommt jetzt schon die erste Besonderheit. Die Funktion ist ja bereits schon in Linearfaktoren-Schreibweise gegeben. Deswegen können Sie die Nullstellen auch ohne Berechnung schon ganz schnell ablesen. Zum einen aus dieser Klammer ergibt sich die erste Nullstelle x01 gleich minus 3, denn minus 3 plus 3 ist gleich 0. Und aus der zweiten Klammer ergibt sich die zweite und dritte Nullstelle x02 und x03 gleich 4. Denn 4 minus 4 ist ebenfalls 0. Diese Nullstelle ist doppelt, weil die Klammer auch quadratisch ist. So, damit haben wir Aufgabe 1 schon ganz, ganz schnell gelöst. Sie müssen gar keine PQ-Formel anwenden, Sie müssen nichts rechnen, Sie können die Nullstellen erkennen. Dann haben wir hier eine einfache Nullstelle und hier eine doppelte Nullstelle. Demzufolge f von x schneidet die x-Achse. Bei x gleich minus 3 und auf der rechten Seite f von x berührt die x-Achse bei x gleich 4. Und damit haben wir Aufgabe 1 bereits erledigt. Der Unterschied besteht darin, dass Sie nicht mehr rechnen müssen, sondern Sie können die Nullstellen ablesen, da die Funktion schon in Linearfaktoren-Schreibweise gegeben ist. Kommen wir zur Aufgabe 2. Diese Aufgabe müssen Sie demzufolge nicht erledigen, denn die Funktion ist bereits in Linearfaktoren-Schreibweise gegeben. Das heißt, wir müssen sie bloß einmal abschreiben. Minus 1 Viertel mal x plus 3 mal x minus 4 ins Quadrat. Aufgabe 3. Zeichnung. Wir wollen die Funktion skizzieren, bereiten dazu ein Koordinatensystem vor, zeichnen schon die wichtigsten Informationen ein. Wir haben eine Nullstelle bei minus 3 ungefähr. Hier, dort wird die x-Achse geschnitten und wir haben eine doppelte Nullstelle bei 4. Dort wird die x-Achse nur berührt, deswegen mache ich da auch nur einen Punkt hin. Und wegen dem minus 1 Viertel wissen wir, dass die Funktion von oben links nach unten rechts verläuft und deswegen gibt es nur einen möglichen Verlauf. Und zwar diesen. Und zu guter Letzt Aufgabe 4. Hier müssen wir, bevor wir die Ableitung bilden können, zunächst die Klammern auflösen. Das ist jetzt der Nachteil an dieser ganzen Aufgabe. Das, was wir bei Aufgabe 1 an Zeit gespart haben, wir brauchen keine PQ-Formel, wir müssen nicht die Nullstellen berechnen, wir mussten nicht x ausklammern, wir konnten das ganz, ganz schnell ablesen. Diesen Zeitersparnis, den wir da hatten, den werden wir jetzt hier wieder brauchen müssen, denn bevor wir die erste Ableitung bilden,
müssen wir zunächst die Klammern auflösen. Also zunächst muss f von x minus 1 Viertel mal x plus 3 mal x minus 4 ins Quadrat vereinfacht werden, aufgelöst werden. Wir müssen die Klammern auflösen mit Hilfe der binomischen Formel. Das heißt also, wenn wir diese Klammer auflösen, würden wir erstmal die binomische Formel anwenden. Das wäre x² minus 8x plus 16. Sie können das auch ohne binomische Formel machen. Dann müssten Sie die Klammer zweimal hinschreiben und miteinander ausmultiplizieren. Im nächsten Schritt würde ich die beiden Klammern ausmultiplizieren. Da hätte ich einmal x hoch 3 minus 8x² plus 16x. Wir hätten plus 3x². Wir hätten minus 24x. Und 3 mal 16 sind 48. Dann können wir die Klammer zusammenfassen. Wir haben hier x hoch 3. Dann haben wir minus 8x² plus 3x² sind minus 5x². Wir haben 16x minus 24x, das wäre minus 8x und ganz am Ende plus 48. Das Ganze müssen wir jetzt noch mal minus 1 Viertel rechnen, sodass die Funktion lautet f von x ist gleich minus 1 Viertel mal x hoch 3 minus, na, nicht minus, wir haben hier minus mal minus, wird zu plus 5 Viertel x Quadrat. Dann müssen wir minus 1 Viertel mal minus 8 rechnen. Minus und minus wird wieder plus. 8 mal 1 Viertel ist 2x. Und als letztes minus 1 Viertel mal 48 ist minus 12. Das wäre jetzt unsere Funktion. Aus der Klammer. Und davon können wir jetzt die erste Ableitung bilden. Die erste Ableitung lautet dann f' von x gleich minus 1 Viertel mal 3 minus 3 Viertel x Quadrat plus 5 Viertel mal 2 sind 5 halbe x plus 2, das x fällt weg und die minus 12 fällt weg. Bevor wir nun die Aufgabe beenden, auch hier nochmal der Hinweis, Sie können vieles mit dem Taschenrechner kontrollieren und das möchte ich Ihnen zunächst ganz kurz zeigen. Wir beginnen mit Aufgabe 1. Sie gehen in den Graphmenü, lassen sich zunächst erstmal die Funktion zeichnen. Minus 1 Viertel mal Klammer auf, x plus 3, Klammer zu, Klammer auf, x minus 4, Klammer zu ins Quadrat. Lassen sich die Funktion zeigen. Dann werden Sie sehen, dass Ihre Zeichnung, die Sie bei Aufgabe 3 gemacht haben, erstmal stimmt. Können Sie also miteinander vergleichen. Auch wenn das jetzt nicht so gut gezeichnet ist, der grobe Verlauf ist richtig. Zudem können wir uns die Nullstellen anzeigen lassen mit gsolve. Dazu gehen Sie auf die Shift-Taste und auf die F5 gsolve und dann finden Sie hier vorne bei F1 root. Und dann zeigt der Taschenrechner Ihnen die Nullstellen an, einmal minus 3 und an der Stelle 4. Sie können dann mit den Cursor-Tasten nach rechts und links wechseln und sich alle Nullstellen anzeigen lassen. So. Und Sie können sogar noch als letzte Kontrollmöglichkeit auch kontrollieren, ob Sie diesen Schritt richtig gemacht haben, ob Sie das Ganze richtig aufgelöst haben oder falsch aufgelöst haben. Dazu gehen Sie wie folgt vor. Sie lassen sich zusätzlich zu der Funktion noch Ihre aufgelöste Funktion anzeigen. Das heißt also, wir geben ein minus 1 Viertel mal x hoch 3 plus 5 Viertel mal x Quadrat plus 2x minus 12. Wenn diese beiden Funktionen übereinstimmen,
Also wenn die Funktionen also im Grafmenü gleich aussehen, dann haben sie die Klammern richtig aufgelöst. Sollte es also Probleme gegeben haben, sollten sie sich verrechnet haben, dann würde die zweite Funktion anders aussehen als die erste. Das ist bei uns jetzt nicht der Fall. Sie sehen das sehr schön. Beide Funktionen sind identisch. Es gibt also nur eine Funktion. Hätten wir uns jetzt hier verrechnet, zum Beispiel das Minus hier vorne vergessen, dann hätten wir uns jetzt gesehen, dass die zweite Funktion völlig anders aussieht als die erste und dann wäre dies falsch gewesen. In unserem Fall ist es aber richtig. So, das war's schon. Ich hoffe, Sie können damit was anfangen. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte bei mir.